So, hallo liebe Leute, willkommen zurück zu neuen Tutorial KiCad 5.0.2. Und nachdem mein lieber Arbeitskollege Jürgen jetzt auch mit KiCad angefangen hat und mir schwere Fragen stellt, hier mal ein kleines Tutorial zum Positionieren von Pads und zum Erstellen von Pad Arrays. Ich hatte euch in einem der vergangenen Videos gezeigt, wie man hier einzelne Pads positioniert für dieses Funkmodul DAA818 und hatte das alles händisch gemacht. Das geht natürlich auch mit einem Tool und dazu mache ich mal hier einfach meine Tutorial-Bibliothek auf und wir sagen, wir wollen hier einen neuen Footprint haben. Wir nennen ihn mal Array, um das ein bisschen zu vereinfachen. Wir schieben den ganzen Spaß hier wieder etwas nach rechts oder links, positionieren unser erstes Halt zurück. Wir machen einen Raster von 2,54 mm. So, wir stellen unseren ersten Pad ein und wir sehen jetzt hier, ich könnte also meine Pads jetzt frei positionieren. Das wollen wir natürlich nicht machen. Ich gehe hier aus dem Pad-Werkzeug wieder heraus mit Escape. Und wir haben jetzt unser Pad 1 hier auf dem Ursprungspunkt 0. Und wir erstellen jetzt hier ein Array. Und wir sagen, wir möchten eine Reihe haben mit von mir aus 8 Pads horizontal, eine Reihe vertikal und mit einem Abstand von, nehmen wir mal 1,2 mm. Das ist jetzt mal willkürlich gewählt. Ich kann hier noch verschiedene andere Einstellungen machen. Ich könnte mir jetzt hier auch zwei Reihen zum Beispiel eintragen, 2 mal 8 mit einem vertikalen Abstand zwischen diesen beiden Reihen, zum Beispiel von 7,52, das ist ein Dill-Maß oder anderweitige Maße, je nachdem, was mein Bauteil das dann hergibt. So, ich lasse hier mal eine Reihe. Auch die Nummerierung, Startnummerierung 1,1 kann man jetzt hier nochmal vorgeben. Ich lasse das jetzt hier mal so, wie es ist. Wir sollten natürlich hier noch umstellen auf kontinuierliche Benennung. 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter. Ansonsten macht er hier nämlich 1, 10, 12 und so weiter. Wenn man hier diese Einstellung lässt. So, also kontinuierlich mit OK und wir sehen, wir haben jetzt Abstände von 1,2 mm. Die Pads überlappen sich. Das ist natürlich jetzt hier ein bisschen suboptimal, deshalb ich lösche es nochmal, nur um es zu zeigen. Ich gehe nochmal hier ins Menü. So, wir haben unseren Pad nochmal gezeigt. Jetzt hier unseren Pad 1. Wir verlassen das Werkzeug rechts. Also 8 Stück, 1 und wir machen mal meinethalb mit 3 mm, dann ziehen wir das ganze Ding ein bisschen auseinander, zack. So, und jetzt sehen wir hier, dass wir also eine Reihe von 8 Pads haben. Bei vielen solchen Modulen macht das denn auch Sinn, zum Beispiel hier gleich fertig positionieren zu lassen. An dieser Stelle trotzdem ein Hinweis, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist immer besser und ich ziehe mal hier auseinander. Wir haben jetzt hier 2,54 und 5 mm. Ich gehe hier raus. Wir müssen also ein kleineres Maß einstellen. Und dazu nehmen wir mal hier ein metrisches Maß. Ich hatte ja 3 mm eingegeben. Nutzen wir mal hier 1 mm. Dann sollten wir auch, wir sehen es jetzt hier schon am Raster, auch genau auf die 3 mm kommen. Und ich messe nochmal nach. So, wir sehen also hier noch die 3 mm. Ich hoffe, man sieht es. Ich zoome mal hier ein bisschen rein. So, sollte man es sehen. Das sollte man dann also bei solchen Arrays, bei solchen Array-Erstellungen bitte beachten und nochmal nachmessen, dass man da auch keinen Fehler macht. Das geht mit allen Arrays, auch mit allen Pad-Formen, auch mit SMD-Pads. Das ist überhaupt kein Problem. Braucht man dann hier oben nur in den Einstellungen entsprechend umzustellen und dann kann man sich auch ein SMD-Array erstellen lassen. Und jetzt nochmal hier ein kleiner Tipp an dieser Stelle. Das ist alles viel zu viel Aufwand, denn zum Beispiel für Dill-Bauformen oder für viele Array-Bauformen bietet sich die
Anwendung eines Wizard an. So, er mault jetzt hier ein bisschen rum, dass durch diese Operation der gegenwärtige Footprint verloren geht, aber das soll nicht unser Problem sein. Wir öffnen mal hier den Wizard und sagen hier einfach Wizard-Skript neu. Und jetzt kann ich zum Beispiel hier SDIP auswählen oder SOIC. Kann ich hier also auswählen und kann mir jetzt hier zum Beispiel vorgeben mit 16 und mit entsprechenden Abständen, zum Beispiel jetzt sagen wir mal hier mit 3 mm und welche PET-Durchmesser, PET-Länge und auch hier den Abstand, das ist dieser Reihenabstand zwischen den beiden, ich mache jetzt hier mal einfach 15 mm, gibt es so zwar bei DIL nicht, aber sei es drum. So schnell kann man sich jetzt hier also seinen Wizard erstellen und dann auch importieren. Das ist die Alternative zum Array. Und kleiner Tipp an dieser Stelle, alles was mit DIL oder DIP Footprint zu erstellen ist an Bauteilen, braucht ihr eh nicht zu erstellen. Das findet ihr sowieso in einer von den mitgelieferten Footprint-Bibliotheken. Wie gesagt, die Ausnahme sind dann in der Regel chinesische Bauteile, da hier metrische Maße verwendet werden. Und da kann es also durchaus mal sein, dass man hier zum Beispiel entweder mit dem Wizard oder mit so einem Array, wie gezeigt, mal schnell etwas erstellen kann. Ich gehe hier wieder raus und ich möchte euch noch was zeigen. Ich gehe nochmal hier ins Pad-Menü und ich positioniere hier jetzt einfach mal so wild ein paar so Pads. Was ich jetzt hier machen kann, ich verlasse das Menü nochmal, zeichne die, markiere das, rechte Maustaste und ich kann jetzt hier die Ausrichtung mit dem Tool Ausrichtung horizontal verteilen. Und dann werden die horizontal verteilt. Ich kann auch hier nach unten ausrichten. Dann werden sie hier auf eine Linie gezogen, die einzelnen Pads. Auch das ist möglich, um hier mal schnell was zu positionieren. Wie gesagt, immer aufpassen. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Im Zweifel immer nochmal nachmessen, wenn man sich solche Arrays erstellt. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video. 73.